Update 5! Yay! Yay! Update 5! Moinsen und herzlich willkommen in Update 5 von Sucht Distraction. Ich musste gerade schon die Brocken meiner Schädeldecke, die durch die Aorta-Explosion in meinem Kopf explodiert ist, wieder zusammensetzen. Es ist der Wahnsinn, meine lieben Freunde, wir sind jetzt drin. Und das Erste, was auffällt, ist, es sieht anders aus. Die ganze Lichtstimmung, das ganze Rendering sieht komplett anders aus. Es sieht einfach viel geiler aus. Es läuft flüssiger als vorher. Guckt euch das mal an, es gibt scheinbar jetzt so eine Art... diffuses Licht so ein bisschen. Es ist mega einfach, wie das aussieht. Es sieht viel natürlicher aus, das Licht. Es fühlt sich viel tiefer an alles. Es fühlt sich so viel tiefer an. That's what she said. Meine lieben Freunde, und guckt euch an, was alles neu ist. Guckt euch doch an, was alles neu ist. Nicht nur ist es so, dass wir die neuen Wände bekommen, die schon angekündigt waren. Nein, wir kriegen auch Gates. Bill Gates, meine lieben Freunde, Bill Gates. Ich gehe jetzt sowas von shoppen. Einmal geshoppt, nie mehr gestoppt, heißt jetzt hier das Motto. Wenn ihr das hier feiert, dass wir uns das Update 5 in seiner Gewaltigkeit, in seiner ganzen Herrlichkeit reinziehen, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut gerne in die Playlist rein. Ist rechts oben in der Ecke verlinkt, am Anfang oder am Ende des Videos. Und ihr könnt natürlich auch gerne in die Kommentare schreiben, wie euch so die Schädeldecke explodiert ist. Ob es für euch auch so gut war. Nice, Geilomat. So, jetzt kaufen wir alles. Ich kaufe alles, ich habe hier noch was vergessen. Ich muss alles kaufen. Ich muss alles kaufen. Und meine lieben Freunde, das Krasseste, das Oberhammergeilste ist das Surprise-Feature. Dieses eine Ding mehr, von dem man ja immer weiß, dass es bei einem Sartes-Update dabei ist. Das eine Ding mehr sind dedizierte Server. Dedizierte Server, sie sind endlich da, meine lieben Freunde. Das bedeutet... Jetzt ist endlich richtiger Multiplayer mit ganz vielen Leuten parallel auf einer Map möglich. Also ohne Bugs weitgehend. Am Anfang wird es wahrscheinlich noch ein bisschen problematisch sein. Aber ja, es wird jetzt möglich sein, durchaus auch mal über das ein oder andere Community-Projekt beziehungsweise Community-Server nachzudenken in Sucht Distractory. Also das ist jetzt endlich soweit. Habe ich ja immer gesagt, wenn bei Sartes die... dedizierten Server kommen, dann wird es soweit sein, dass wir mal so in Erwägung ziehen, dedizierte Server zu nutzen, um Community-Projekte zu machen. Hier haben wir noch, das ist auch neu, das wurde vorher auch noch nicht angeteasert oder so, der Customizer, das ist jetzt quasi ein Interface, das das Färbentool ersetzen wird. Man muss jetzt nicht mehr jede Wand einzeln einfärben, sondern man kann jetzt direkt bestimmte Styles auswählen für bestimmte Strukturen und einfach den Style auf mehrere Strukturen anwenden. Zum Beispiel haben wir hier Beton, meine lieben Freunde, Beton-Style. Wir haben benetzten Beton, wir haben nassen Beton, wir haben Beton-Beton, konkreten Beton haben wir auch, Stahlbeton und wir haben hier unten, mein Gott, ich weiß gar nicht, hier, wir haben noch so viel, auch Schilder, meine lieben Freunde, Schilder gibt's auch. Ihr seht schon, ich bin jetzt gerade so am Eskalieren beim Freischalten, es ist einfach unglaublich. Gibt es irgendwo einen Knopf, um alles hinzuzufügen eigentlich? Kann man irgendwo Buy All machen? Ich möchte alles kaufen, shut up and take my money. Mann, bin ich froh, dass ich nicht mehr pleite bin, was Coupons angeht. Sonst würde ich jetzt hier ganz schön dumm aus der Wäsche gucken, meine lieben Freunde. Nice. Ah, krass, warte, habe ich das schon gekauft? Ja, das habe ich auch alles schon gekauft. Alles kaufen, alles. Ich will alles kaufen. Schilder aus Beton, ja genau, Betonschilder und alles. So, jetzt will ich noch mal ganz kurz gucken, dass ich irgendwas vergessen habe. Genau, und meine lieben Freunde, das Beste, das Allerbeste, das absolut episch Beste sind einfach mal, er hat die Wände hier, aber das hier. Update 5! Yay! Yay! Vergesst die Signale! Vergesst die Kollisionen! Vergesst es alles! Ich muss Türen bauen! Nice! Moment mal ganz kurz, ich habe was gesehen. Oh, nein! Nein! Die sind ja schon vorinstalliert! Yo! Die sind schon drin. Ich muss das nicht mehr ersetzen. Okay, krass. Warte mal ganz kurz. Ich habe hier unten ja noch die Breiten.
Kann ich hier was modifizieren? Nee, okay, das ist scheinbar ohne Tor. Aber warte mal. Hier. Auto-Gate. Gate das? Okay, das geht ein bisschen schnell. Okay, das müssen wir noch mal woanders testen, glaube ich. Aber krass. Alter, das sind die Sachen, die ich schon immer haben wollte. Türen, die aufgehen und zugehen. Wir brauchen ab sofort keine Mods mehr für den Spaß. Okay, ich guck noch mal schnell. Was habe ich denn vergessen? Ach ja, stimmt, hier die... Oh, ja genau, das ist jetzt auch neu. Löcher, wo man, die man auf die Foundation aufbringen kann, wo man die Lifte durchbauen kann, meine lieben Freunde. Ah ja, hier die Schilder habe ich vergessen zu kaufen. Oh, da gibt es noch andere Sachen. Ganz viele andere Sachen. Hier Billboard, Bilbo Beutlin. Und hier unten, hier Hazard Box Personal Skin Storage. Personal Skin Storage. Kaufen. Mein Gott, mir gehen gleich die Coupons aus. Gott sei Dank habe ich noch welche im Schredder tatsächlich. Es ist mal wieder ein bisschen was zusammengekommen. Mein Gott, meine lieben Freunde, ich muss alles ausprobieren. Ich muss alles ausprobieren. Das ist die Folge, wo wir eskalieren und ausprobieren. Hier, guckt euch das an. Es ist ein Loch, wo ich den Lift nach unten ziehen kann durch die Foundation. Das ist so gut. Das ist so dynamisch. Das ist das, was ich immer haben wollte. Und wie sieht das jetzt unten aus? Warte, ich mach mal hier auf. Oh. Alte Foundation-Logik noch. Ah, guck mal, das geht dann hier unten durch. Ach, das ist ja geil, guck mal. Das geht dann da unten durch und dann kann ich von unten dann die andere Seite ziehen, oder was? Huch. Ach, wie geil. Ach, wie geil. Ich ahne schon, was unter den ersten 500 Folgen in den Kommentaren stehen wird, meine lieben Freunde. Warum benutzt du nicht die Durchgänge für die Förderbandlifte, für die Foundations? Ja, ich grüße mal alle Zukunftsmenschen an der Stelle wieder. Die Zukunftsmenschen haben es wieder gewusst schon. Es ist unglaublich. Nice. Der Wahnsinn. Guckt mal da. Achso, nee, das war meine Taschenlampe. Ich wollte gerade sagen, hey, guckt mal, da seht ihr das indirekte Licht, aber das ist ja meine Taschenlampe gewesen. Gott, ich bin so krass durch. Es ist unglaublich. Warte, ich will die Schilder ausprobieren. Wo sind sie? Ach, das ist übrigens auch lustig. Hier gibt es eine Sheetbox, die ist plötzlich aufgetaucht. Da gibt es die alte Wandhalterung von früher noch. Frag mich nicht, warum die da ist. Oh mein Gott. Ja, das sind die Frames hier. Guckt euch das an. Dächer, Dachteile. Oh je. Yeah. 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 Hey, da muss ich ja gar nichts mehr abreißen, ersetzen, oder? Ich kann doch jetzt einfach den Style ändern. War das nicht so? Warte mal, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Was ist denn jetzt? Wie komme ich denn jetzt in diesen Customizer? Hier ist der Customizer. Ui. Ui. Jawohl. Icons. Invalid Customization Target. Okay, ich muss da erstmal drauf klarkommen. Das kann ich offensichtlich nicht customizen. Moment. Lines. Ungenügend Matte. Ach, da brauche ich die. Ah, ich brauche die Farbpatronen. Okay, warte. Ich hole mir mal schnell Farbpatronen. Ja, genau. Die Farbgun ist jetzt komplett raus aus dem Game. Tatsächlich. Die gibt es nicht mehr. Aber die Kanonen, die Patronen müsste es noch geben eigentlich. Und ich weiß, dass ich welche hatte. Hier habe ich welche. Guck mal, da können wir das gleich mal ausprobieren. Ich mache mal das an. Ja, ha! Ja! Hallo Zukunft, ich komme. Die Zukunft ist jetzt, meine lieben Freunde. Customization already applied. Ach, guck mal, der erkennt auch, wenn ich das schon aufgetragen habe. Nice, guckt euch das an. Aber wenn ich das jetzt wieder wegmachen will, was passiert dann? Wenn ich das removen will? Ich kann das auch einfach ersetzen, guckt mal. Okay, das ist geil. Das ist mega cool. Weil stellt euch mal vor, was das jetzt bedeutet für Mods auch. Das bedeutet jetzt, dass man ab sofort keine speziellen Foundations mehr benötigt, um bestimmte Texturen aufzutragen. Das ist im Grunde, muss man sich das hier vorstellen, wie ein Texturmanager. Du kannst quasi jetzt eigene Texturen auf die Foundations von Sartes, auf die Standard-Foundations aufbringen. Das ist schon ein bisschen geil, muss ich jetzt mal sagen. Weil das bedeutet ja quasi,
Ja, du brauchst diese ganzen Mods, wie diese Straßenmod zum Beispiel. Ja, guck mal hier, da gibt es zum Beispiel die Mittellinie von der Straße. Die Seitenlinie von der Straße gibt's auch. Nummern gibt's. Fahrtmarkierungen für Wege. Zebrastreifen. Naja, ja hier, genau, Zebrastreifen, genau. Mega. Und Materials natürlich, die habe ich ja gerade freigeschaltet, genau. Ich probiere mal hier den Concrete aus. Oh, guck mal hier. Beton! Geilomat! Und weil das Geile ist, ich kann das ja swoopen, ne? Geht das nicht? Ah ja doch, ich kann... Ich kann auf jeden Fall gedrückt halten und ziehen. Dann geht das ein bisschen schneller. Ich kann gedrückt halten und ziehen. Ich muss nicht mehr einzeln klicken, um das einzufärben. Ich kann einfach gedrückt halten, ziehen und kann die ganze Fläche einfärben. Wenn ich dabei fliege, sieht man das sogar noch ein bisschen besser. Guckt mal. Wie schnell das einfach geht. Wie schnell das einfach jetzt geht. Es ist der Wahnsinn. Ich kann das ganze Dach aus Beton machen. Oh, kacke, ich habe keinen... Ja, deswegen habe ich mir noch Gesundheitsmedizin vorher noch gemacht, vor dem Update 5, weil ich genau wusste, dass ich auf die Fresse falle vor Begeisterung. Es ist der Wahnsinn. Alle Bahnen crashen bei mir, schreibt gerade, wird gerade im Live-Chat geschrieben. Ich habe zum Glück alle Bahnen geparkt erstmal. Da kommen wir auch noch dazu, definitiv. Ich muss gerade kurz mal eskalieren, meine lieben Freunde. Ganz kurz... Sei mir doch bitte erlaubt zu eskalieren. Eskalieren zu dürfen. Farben funktionieren jetzt auch so. Guck mal, das sind sogar noch meine Farben gespeichert, die ich früher eingestellt habe. Das sind meine Farben. Hier, das ist die von der Wand da drüben. Wenn ich jetzt... Oh ja! Wisst ihr noch früher? Wisst ihr noch in der guten alten Zeit, als man, wenn man Wände einfärben wollte, da immer einzeln klicken musste, um dieselbe Farbe auf die Wand zu übertragen, auf die nächste. Ja, guess what? Das ist die Farbe, die ich hier gerade ausgewählt habe. Und ich wollte schon immer mal die andere Seite einfärben. Ich werde ein bisschen wahnsinnig gerade. Ein kleines bisschen werde ich ja wahnsinnig. So schnell habe ich noch nie eine Wand eingefärbt in Sartes. Noch nie. Es ist der Wahnsinn. Es ruckelt ein kleines bisschen in dem Moment, wo er die Farbe aufträgt, aber meine Güte, ist das geil. Meine Güte, ist das einfach geil, dass man jetzt einfach nicht mehr immer einzeln klicken muss. Das ist so gut. Farbpistole ist raus, aber im Shop kannst du noch Munition kaufen. Ja, weil du die Munition brauchst, um Sachen einzufärben, tatsächlich. Die wird verbraucht immer noch. Also du musst, also für einige Sachen zumindest, wow, okay, musst du die im Inventar haben. Stand da gerade noch. Also das macht Sinn, dass es die noch gibt. Das ist einfach mal richtig geil. Meine lieben Freunde. Meine lieben Freunde. Guck mal, der Himmel sieht auch anders aus. Und da ist auch so ein bisschen, guck mal, da ist so ein bisschen Dirt auf der Kameralinse. Also nicht, ja, hier so ein bisschen so, da ist so Smudge drauf. Und das sieht dadurch so ein bisschen geiler aus irgendwie. Wenn man sich so bewegt. Seht ihr die Spratzeldinger auf der Kamera, wenn man in die Sonne guckt? Das sieht so aus, als wenn so eine Scheibe vor meinem Gesicht ist. Das heißt, ich habe jetzt auch endlich eine Scheibe. Das ist richtig gut. Ich meine, es haben ja vorher auch schon alle gewusst, dass ich eine Scheibe habe, aber jetzt ist es amtlich. Jetzt ist es offiziell amtlich, dass ich eine Scheibe habe. Geil. So, jetzt muss ich mal gucken. Ey. Jetzt hat man hier ja ganz viel schon Schrei gefallen. Moment, wo sind denn jetzt die Schilder? Moment, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Sind die hier irgendwo? Wo sind die denn drin? Bei Organisation. Ja, bei Organisation. Was ist das hier eigentlich? Eine Hazard Storage Box. Contains 25 Slots for storing large amounts of items. Da stand irgendwas von... Personal Skin. Ich muss mal ganz kurz gucken. Achso, das ist einfach nur ein anderer Look für die Storage Box. Das ist ja auch geil, dass da endlich auch mal ein bisschen mehr kommt. Hier für Biohazard. Nice. So, und dann haben wir die Schilder, meine lieben Freunde. Ah, ich brauche Quarz. Okay, warte. Quarz ist nicht weit. Genau, so jetzt gucken wir mal hier schnell und schnappen uns hier mal schnell Quarz. Ich hoffe, hier ist noch welcher drin. Oh, das sieht schlecht aus. Ja, die Züge sind halt lange nicht gefahren. Aber das ist ja an sich eine gute Mission. Dann können wir nämlich gleich mal die erste Zugstrecke mal wieder in Betrieb nehmen, würde ich sagen. Nämlich die Quarzstrecke. Da müssen wir nur mal schauen, wo der langfährt, genau. Ich lasse jetzt mal diesen einen Zug im System weiterfahren jetzt. Dann können wir uns gleich mal das Interface angucken von den Zügen. Die Höhlen sollten doch neu gemacht sein, oder? Also jetzt die Frage. Ich glaube, die Höhlen im zentralen Wald sind, glaube ich, damit gemeint, oder? Oder ist hier auch schon was neu? Ich will mal kurz gucken.
Oh. Ja! Wow! Wir sind nicht mehr in Kansas. Ah! Becher! Nein, wo ist der Becher? Auf welcher Taste habe ich ihn gelegt? Becher! Ah, die können die Wände hochkrabbeln. Habt ihr das gesehen? Stirb. Na, ah, es springt. Oh Gott. Augen. Wir sind nicht mehr in Kansas. Sind ganz woanders jetzt. Guckt euch das alles mal an hier, was hier abgeht. Es sieht so schön aus. Es sieht einfach so schön aus. Es ist aber auch irgendwie eklig. Aber schön eklig. Ganz schön eklig. Nice. Nice. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ihr kriegt hier gerade die volle Update-Packung ab, meine lieben Freunde. Es ist der Wahnsinn. Also hier ruckelt es ein bisschen. Das liegt aber auch, glaube ich, daran, hier ist so viel gebaut in der Ecke hier. Das war der hier, ne? Quarzexpress. Sehe ich ja oben. Das habe ich nämlich ganz clever gemacht. Ich habe mir vorher eine Station für jeden Zug gebaut, die auch benannt ist. Ist da gerade ein Zug vorbeigefahren eigentlich? War hier gerade einer langgefahren? Oder habe ich mich da gerade getäuscht aus dem Augenwinkel? Na, egal. Wir wollen ja auch spätestens einmal wollen wir mal ein Zugunglück sehen hier. So, jetzt muss ich mal schauen. Ich hoffe, ich habe jetzt genug Zeug dafür. Genau, wir machen jetzt mal das hier so. Was? Die Bahnstrecke hat eine zu scharfe Kurve. Aber scharfe Kurven sind doch gut. Die verstehe ich gar nicht. Warte, wir machen das so. Genau. Oh nee, das ist die falsche. Moment. Gleich erstmal ins falsche Ende rein. Falsche Seite. Hier müssen wir doch rein, auf die Seite. Muss doch rechts rausfahren und nicht da. Genau. So. Wir machen das erstmal ohne Signale. Ich will erstmal nochmal schauen, wo der nochmal genau lang gefahren ist. Und dann arbeiten wir uns ab an den Signalen. Also, der Gute wird jetzt restartet. Oh, neues Interface. Ein neues Interface. Manual Driving. Okay, jetzt muss ich jetzt mal reingucken. Edit Timetable. Okay, die Reihenfolge ist noch exakt dieselbe, die wir eingestellt haben. Das ist schon mal sehr gut. Es gibt keine grünen Power Slugs mehr. Die sind jetzt blau. Nice. Blaues Licht. Und was macht das? Es leuchtet blau. Sauber. Ein Traum. Alles neu entdecken. Ja, genau. Jetzt ist alles neu quasi. Alles neu macht Update 5. Meine lieben Freunde, ich explodiere, skaliere gerade. Ich explodiere, skaliere hier jetzt. Aber sowas von. Meine Gesichtshaut ist komplett nach hinten gestrafft. Es ist unglaublich. Und jetzt hier. Ich kann Saves changen. Change saven. Egal. Warte, ich muss gucken jetzt. Ich muss mich kondensieren. Guck mal, die Map ist ja gar nicht mehr aufgedeckt. Krass. Dann nützen uns ja die dann nützen uns ja die Radartürme jetzt wieder was. Ja, guck mal, der zeigt mir jetzt hier sogar an, wo die Station ist. Genau. Ja, dann würde ich doch mal sagen, Save Changes. Und dann würde ich doch mal sagen, Menü, wie kann ich denn das ändern jetzt? Turn on Self-Driving. Ah ja, okay, unten kann ich jetzt drücken, sehr gut. So, dann fahren wir mal kurz los, würde ich sagen. Jetzt hält er, glaube ich, erstmal hier, genau. Ah, ich muss die Station noch rausnehmen, warte. Ich muss die Quarz-Express-Station noch rausnehmen, weil hier soll er ja nicht nochmal hinfahren. Okay, gut. Dann nehmen wir die jetzt raus. Warte. Weil das ist ja hier die ich genutzt habe, um ihn zu parken. Die soll ja da nicht mehr drin sein, genau. Save Changes. Genau, jetzt müsste er das eigentlich übernommen haben schon. Oh nein, das ist ja ein anderer Zug. Oh! Wo ist denn der jetzt hergekommen? Der hat hier überhaupt nichts verloren gehabt. Ich bin 5 Meter gefahren und hab direkt einen Unfall gebaut. Naus. Okay, ich sag doch, das wird hier Update 5 im Schnellwaschgang. Na toll, okay, jetzt können wir gleich mal das Feature ausprobieren mit, ich setze den Zug wieder. Ah, guck mal, das war's schon. Ist er schon direkt. Ah! Ich glaube, wir werden sehr lustige Sachen mit entgleisten Zügen machen können, meine lieben Freunde. Ja, und nu? Wie ist der überhaupt hierher gekommen?
Der hat hier nichts verloren. Was ist das überhaupt für ein Zug? Moment mal, da müssen wir gleich mal gucken jetzt. Ich habe keine Ahnung, was das für einer ist. Er hat nur Lokomotive auf als Namen. Moment mal ganz kurz. Tscherno-Abfall und Tscherno-N. Ach doch, ich weiß was. Der wird nicht gebraucht tatsächlich. No, da haben wir aber Schwein gehabt, dass der nicht vollgeladen war mit Atommüll. Das war mal der ursprüngliche Tscherno-Atommüllzug. Der war eigentlich deaktiviert. Der hatte da hinten geparkt. Aber jetzt aus irgendeinem Grund hat er sich wieder bewegt. Keine Ahnung, warum er jetzt hier aufgetaucht ist. Der hat hier eigentlich gar nichts verloren gehabt. Schwöre. Der da, der darf fahren. Das ist okay. Aber der andere, der sollte gar nicht da rumfahren. So, da würde ich doch mal sagen, turn on self-driving. Ja, da fahren wir mal los. Oh nein! Puh, hervorragend. Und ihr habt gedacht, das würde hier unfallfrei verlaufen alles. Nicht schlecht. So, jetzt können wir uns schon mal merken, wo er lang fährt. Und dann müssen wir nämlich da die Strecke dann herrichten. Aber das Ziel ist jetzt erstmal, dass wir uns mal ein bisschen Quarz besorgen, dass wir mal ein paar Sachen bauen können, ne? Foundations kosten jetzt auch zusätzlich Eisenplatten. Ah, okay. Ja, macht ja nichts, ne, an sich. Muss man halt immer Eisenplatten... Hat man ja sowieso meistens dabei. Oh. Ja, Update 5 hat einige Sachen verändert, würde ich mal sagen. Update 5 hat einige Sachen verändert. Die Pyramide sieht so aber irgendwie geil aus, wenn ich das mal sagen darf. Ich glaube, wir werden bald einen Hotfix kriegen. Sieht doch mal geil aus, ja. Hat irgendwie was. Das muss man schon sagen, definitiv. Beachtet die Möglichkeit im Zug UI, die Möglichkeit mit DA die Weichen in Fahrtrichtung zu ändern. Ja, stimmt, genau. Forward, Reverse gibt's und Switch in der Section Pass. Aber jetzt fährt er ja automatisch. Jetzt muss ich das nicht machen. Aber ja, wenn ich manuell fahren würde, dann könnte ich das machen, ja. Genau, das stimmt. Man kann Weichen jetzt selber einstellen mit Switch in der Section Pass. Der ganze Sprengstoff zum Vertilgen der Bäume, alles umsonst, muss alles... Ja, stimmt, die Bäume sind wieder gewachsen hier, überall auf der Map. Das habe ich mir aber schon gedacht, dass das der Fall sein würde. Ist nach jedem Update an der Map, wenn sich die Map ändert, immer so, dass sich alles ändert auf der Map. Also auch die Bäume wieder resettet werden und so. Das ist völlig normal. Ach, das machen wir so nach und nach. Wir haben ja die Schneebälle noch. Das ist ja das Gute, wir haben vom letzten Weihnachten noch die Schneebälle... Da wurde übrigens im Ankündigungsstream kurz Bezug drauf genommen, ob es dieses Jahr wieder ein Weihnachtsevent geben wird oder nicht. Und es hängt so ein bisschen vom Zeitlichen ab. Es kann sein, dass es auch einfach nur ein Replay vom letzten Mal gibt. Aber sie wissen es noch nicht genau. Weil jetzt natürlich die Prio erstmal ist, Update 5 final zu bringen in die Experimental, aus der Experimental in die Early Access Version. Oh Gott, das wird ja auch lustig mit den, mit der Abfahrt hier. Ich finde diesen neuen Rendering-Look finde ich irgendwie mega cool. Manchmal schwimmen die Schatten so ein bisschen. An einigen Stellen ist es noch leicht unpräzise. Also das Ambient Occlusion flimmert so ein bisschen noch. Aber ich finde das generell, den Look finde ich irgendwie geiler jetzt. Es sieht auch weicher aus, die Kanten und so. Das ist irgendwie sehr cool. So, jetzt fährt er hier lang. Jetzt müsste er ja eigentlich zu der Bahnstation fahren. Okay, warum fährt er hier runter? Warum fährst du da runter? Aber man sieht schon mal, er hat mit den Bäumen und mit den ganzen anderen Sachen keine Interaktion. Ich glaube, das war gerade mega knapp. Fährt hier nicht noch ein anderer Zug lang? Oh Gott, was hat er hier auf diesem Gleis verloren? Ich check's gerade nicht. Er fährt eine andere Strecke als früher, definitiv. Er fährt aber zumindest schon mal auf der richtigen Seite. Ich glaube, das war sehr weise, dass wir diesen einen Zug hier mal ausprobieren, definitiv. Meiner Pyramide stehen die Haare zu Berge. Gänsehaut, wegen Update. Selbst die Pyramide hat Update-Gänsehaut. Man kann die Fahrzeuge, genau, man kann die jetzt auch einfärben, meine lieben Freunde. Der Wahnsinn. Man kann die Fahrzeuge einfärben. Sind wir da nicht gerade schon mal vorbeigefahren? Ja, aber auf dem Weg zur anderen Station. Genau, jetzt biegt er nämlich hier ab. Er muss ja jetzt dahin, zur Gigafactory. Er muss jetzt zur Gigafactory fahren und muss da den Quarz entladen. Und dann können wir den auch gleich mal abgreifen. Dann wird die Gigafactory tendenziell auch wieder ihren Betrieb aufnehmen. Ich spring mal gleich ab, wenn er angehalten hat. Ja, und dann müssen wir Signale setzen. Und zwar müssen wir ganz dringend schon mal ein Signal, ein ganz wichtiges, müssen wir setzen. Wir müssen ein ganz wichtiges Signal setzen, nämlich da, wo sich schon zwei kritische Weichen überschneiden.
Kann ich mich eigentlich jetzt überfahren lassen vom Zug? Das muss ich auch mal klären gleich. Warte mal, ich stelle mich mal hier so hin. Kann man sich jetzt vom Zug überfahren lassen? Da können wir uns noch mal angucken hier, wie die Kabel sich jetzt verhalten. Guckt mal. Das sieht realistischer aus jetzt, oder? Guckt mal, wie das so mitschwingt. Seht ihr, wie das so mitschwingt? Das ist ein Physikobjekt, das Kabel. Das ist, ich glaube nicht, dass das eine Baked-in-Animation ist. Das ist, glaube ich, jetzt neu. Er hat gehupt, bevor er losfährt. Okay, ich habe immer noch keine Kollision mit dem Zug. Alles klar, er kann mich immer noch einfach überfahren. Also er hat, die Züge haben wirklich nur exklusiv Kollisionen miteinander. So, jetzt mopse ich mir hier einfach mal ein bisschen Quarz. Jetzt können wir nämlich auch die Dinger machen. Und wir müssen jetzt dringend dieses eine Signal setzen an der einen Stelle. Das Kabel war vorher auch schon so? Sicher? Okay, dann ist es mir vorher einfach nie aufgefallen. Dann ist es mir vorher nie aufgefallen. Dann war das vorher schon so. Okay. Aber interessant. Züge kann man jetzt anscheinend auch einfahren. Also zumindest wurde gesagt im Update-Video, im Ankündigungstrailer, dass man jetzt alle Fahrzeuge einfärben kann. Kann ich ja gleich mal ausprobieren. Ich muss jetzt nur ganz dringend erstmal dieses eine Signal setzen, sonst haben wir gleich wieder den nächsten Crash. Bevor wir hier noch Crashes kriegen, muss ich das jetzt schnell mal machen. Das war nämlich hier. Da ist mir das nämlich schon aufgefallen. Das ist nämlich hier der Strandzug. Ah, guck mal, der steht jetzt auch. Guck mal, weil der andere Zug jetzt im selben Block unterwegs ist. Ah, nee, okay. Ich habe Scheiße erzählt. Er fährt doch los. Er fährt doch los. Hoffentlich kommt jetzt nicht gleich wieder der andere. Warte mal. Guck mal, da vorne kreuzen sie sich nämlich. Seht ihr das? Da vorne ist die Kreuzung. Jetzt bloß nicht, komm jetzt nicht vom anderen Ende da runter. Genau, nee, bleib schön da, genau. Schnell, 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 schnell. Nur ein Signal. Ja, das wichtigste Signal überhaupt. Also ja, zwei Signale eigentlich. Aber hier an der Stelle haben wir nämlich eine Kreuzung. Guck mal. So, wir nehmen jetzt mal das Blocksignal, weil das ist ja eh... So. Machen wir vielleicht ein bisschen mit dem Abstand. So, jetzt sehe ich gerade, okay, hier kann ich nirgends ansnappen hier vorne. Da kann ich ansnappen. Dann machen wir das mal etwas großzügiger, würde ich sagen. So, und dann auf der anderen Seite für die andere Richtung noch. Ja, warte, da war es gerade. So, genau. Da kann er nämlich in beide Richtungen hier fahren. Das ist ja, der fährt ja eh nur hin und her hier, der Zug. Und dann halten wir den einfach an, wenn hier der andere langkommt. Jetzt müssen wir hier natürlich schauen. Bisschen mit den Snap-Punkten nicht so einfach. Ah, hier, okay. Dann machen wir es hier hin. Einmal da und dann auf die andere Seite, genau. Okay, da scheint es ein Problem zu geben. Signal loops into itself. Okay, also da drüben, das eine Signal funktioniert. Und das andere nicht. Okay. Okay, warte, dann probiere ich das mal, wenn wir einfach hier noch ein Signal setzen. Hier fährt er ja nur in die eine Richtung. Warte mal, hier fährt er... Dann machen wir hier noch eins hin. Signal loops into itself. Kann das vielleicht bedeuten, dass davor noch ein Signal stehen muss, weil sonst nur ein Block definiert ist? Das ist ja Doppelrichtung. In beide Richtungen befahrbar, das Gleis. Ich mach mal hier noch eins. Vielleicht ist das der Grund. Vielleicht muss ich einfach mehr Signale noch setzen. Guck mal, das funktioniert. Das funktioniert richtig. Jetzt funktionieren sie, okay. Waren einfach zu wenig wahrscheinlich. Man braucht einfach mehr Signale noch. Ja, cool. Ja, dann haben wir doch hier diese kritische Stelle schon mal bewältigt. Ah, guck mal, das ist jetzt schon rot da, oder? Warte mal. Habe ich das gerade richtig gesehen? Ja, das ist rot hier. Warum ist denn das jetzt eigentlich rot? Da drüben ist es grün. Und das ist rot. Ach ja, natürlich, weil der Zug hier schon... Oder? Nee.
Moment, jetzt werden wir ja gleich sehen, was passiert. Ah, guck mal, jetzt kommt da einer und da einer. Jetzt bin ich mal gespannt, was passiert. Bleiben sie jetzt beide stehen? Okay. Hier ist grün. So. Weil der Block ist frei, genau. Aber da ist nicht grün. Okay, warte, ich setze einfach dahinter mal noch eins. Nicht ein Fahrtsignal, sondern ein Blocksignal. Bei jedem Gleis in jede Richtung ein Signal. Genau, warte mal, wir machen das mal hier noch eins hin. Fährt der jetzt los? Ja, guck mal, der fährt jetzt bis hierhin vor. Okay. Ja, wir müssen einfach mehr Signale setzen noch. Weil sonst, das ist, weil er ja immer den Block davor dann nochmal sicherheitshalber sperrt wahrscheinlich. Guck mal, jetzt macht er den nämlich auf. Und jetzt ist der hier nämlich der nächste, wo er anhält. So, da müssen wir jetzt mal schauen. Der andere kann jetzt aber auch nicht fahren. Das heißt, warte, wir machen hier nochmal Blocksignale jetzt, hier vorne. Du musst zuerst den Bahnhof als Block machen. Ja, okay. Kann auch sein, ja. Warte. Ah, guck mal, jetzt kommt er schon. Sehr schön. Guck mal, jetzt hat er es schon. Er hat es schon hier. Er hat es begriffen. Genau, und das ist jetzt grün, genau. Er hat es begriffen. Er müsste jetzt eigentlich schon durchfahren können. Genau. Und jetzt machen wir einfach hier bei ihm. Oh, da brauchen wir ja Platinen. Guck mal. Gut, dass ich welche dabei habe, ey. Guck mal, jetzt geben wir ihm einfach hier Anweisung. Er möge doch bitte da weiterfahren. Ich finde dieses Geräusch, hört ihr das? Aber dieses Bling. Da gibt es noch so ein Bing. Wie so ein, als wenn einer so eine ganz hohle Glocke schlägt. Das ist lustig. Ich hoffe, du setzt nicht nur alle 20 Meter ein Signal. Nee, eigentlich müssen wir das gar nicht machen. Eigentlich müssen wir das gar nicht so eng setzen. Warte, wir können das auch hier vor die nächste Weiche einfach setzen. Hier so. Und, genau. Und dann vorm Bahnhof hier vielleicht noch. Wenn wir schon mal dabei sind. Aber das ist gut so. Können wir den Zug ein bisschen dazu zwingen, uns zu folgen. Also so können wir dem so ein bisschen dazu zwingen, dass er... Warte. Okay, das ist jetzt natürlich etwas nah. Das hätte ich gerne ein bisschen weiter hinten. Ja, hier so. Auf die andere Seite. Ja. Ja, warte. Das ist ein bisschen mit dem Snap-Punkt ist es ein bisschen schwierig. Manchmal. Aber genau. Okay, da hat er jetzt ein Problem. Da weiß er jetzt nicht, was er tun soll. Okay, dann müssen wir hier noch eins setzen. In die Richtung. Genau. Weil hier ist ja möglicherweise ein Zug, der von oben kommt. Da brauchen wir kein Signal, glaube ich, weil da fährt er ja einfach dann durch. Hier brauchen wir wieder eins. Oder wir nehmen das einfach als kompletten Block. Das können wir ja auch machen. Das heißt, wir müssten da wieder eins hinsetzen. Und ein weiteres Signal bräuchte man dann... Das ist hier durch diese Hochspiralisierung etwas abstrakt, muss man sagen. Hier bräuchte man eigentlich wieder eins. Dass er da anhalten kann, wenn von der anderen Seite einer kommt. Wenn da von links einer über das Gleis gefahren kommt. Okay, jetzt hält er da hinten an. Warum macht er das jetzt? Das sind alles noch so Fragen. Das sind alles noch so Fragen, die man noch nicht so umrissen hat hier. Okay, ich probiere jetzt mal was. Ich probiere jetzt mal was ganz Abenteuerliches. Ich gehe mal jetzt zur Railgun. Warte, ich kann ja einen Zug setzen selber. Dann können wir gleich mal das Auto, also das selber fahren ausprobieren mit Weichenstellen und so. Ich fahre jetzt mal rüber zur Railgun. Ich benutze die, hoffentlich funktioniert die jetzt noch, wenn die Rampen da alle so komisch gedreht sind jetzt durch das Update. Und dann nutze ich mal kurz die Railgun und fliege mal zu der Quarzstation. Das ist ja sein Ziel jetzt, wo er hin will. Er will ja jetzt zur Quarzstation. Ich schieße mich da jetzt mal hin und setze da mal ein Signal und guck mal, ob das schon dazu führt, dass er dann durchfahren kann. Weil das müsste theoretisch eigentlich schon dazu führen, dass er durchfährt. Das ist übrigens hier ein Testparcours. Den werden wir auch nochmal benutzen demnächst. Um nochmal ein bisschen Experimente durchzuführen, welcher Zug wann zuerst fährt und solche Sachen.
Ich weiß, warum deine Signale immer rot sind. Er bemerkt deine Züge vom Depot. Echt? Meinst du? Meinst du, dass das als Block zählt und er deswegen dann sagt, hey, Moment mal, da sind ja noch Züge im Depot. Oh Gott, ich glaube, ich kann die Railgun nicht mehr benutzen. Ich kann die nicht mehr benutzen. Guckt euch das mal an. Ich kann nicht mehr da rein. Das Update hat mir die Railgun verbaut. Okay, warte, wir machen Folgendes. Ich muss erstmal hier meine Railgun freilegen. Meine Railgun ist total verschüttet. Bei einer Pyramide stehen die Dreiecke zu Berge. Oh mein Gott, ja, das sieht die Pyramide ist so nicht gedacht. Das ist ein Bug. It's a feature. Nein, es ist ein Bug. It's a feature. Es ist aber ein Bug. It's a feature. Wow. Sehr gut, sie funktioniert aber noch. Sie funktioniert sogar besser als früher. Muss ich jetzt mal eiskalt sagen. So, jetzt sind, hier sind wir schon. Genau, nice, nice, nice. Stabili-bob. Nice. Oh, ich kann die Tür zum Bahnhof benutzen. Aua, hier gibt's noch Gasreste. Nice. So, warte, jetzt machen wir hier gleich mal ein Signal. Jetzt bin ich mal gespannt. Weil hier bis hierhin ist ja dann theoretisch frei. Und da er hier ja auch der Einzige ist, der hier fährt. Naja, normalerweise eigentlich. War es jetzt richtig rum? Ja, ist richtig rum, genau. Hier fährt er ja auch rechts rein, genau. So, jetzt müsste er sich eigentlich in Bewegung setzen schon. Warte. Er tut es nicht. Seltsam. Aber so steht es geschrieben. Vielleicht einfach da hinten noch. Oder wir müssen vielleicht wirklich beim Lokschuppen noch Signale setzen. Okay, warte, dann machen wir das da. Der ist ja hier in der Nähe. Dann gehe ich mal schnell darüber. Warum ist dein Ausrufezeichen beim Quarz zu? Oh, die Musik. Neue Musik. Wir haben neue Musik in Sardis. Neue Musik. Cool, ich hab's mir erst vor kurzem noch gewünscht, dass neue Musik reinkommt. Cool. Hat ein bisschen was 80er-Jahre-mäßiges. Da bei dir alle Gleise zusammenhängen, gibt es aktuell einen großen Hauptblock, in dem die Züge an Signale nicht einfahren. Da der Mega-Ölzug im großen Hauptblock steht, fahren die Züge nicht rein. Du musst erstmal alle Strecken mit Signalen versehen, erst dann läuft es wieder. Nee, ich muss erstmal alle Stellen, wo Züge stehen, so wie hier, jetzt habe ich natürlich wieder Autosave, muss ich von den anderen, von dem Gesamtblock abtrennen. Also alle Nebengleise, wo ein Zug draufsteht, müssen abgetrennt werden. Und alle Stellplätze, wo ich Züge geparkt habe, vorübergehen, müssen auch abgetrennt werden. Weil sonst habe ich immer das Problem, dass im nächstfolgenden Block der große Block ausgelesen wird. Der Gesamtblock am Schienennetz. Und da stehen halt immer irgendwo Züge. Das ist eben das Problem. Wir haben quasi einen großen Block und diese vielen kleinen, die ich da hinten absegmentiert habe. Und natürlich fährt er dann immer nur in den nächsten kleinen rein und fährt dann und hält dann immer vor dem großen Block an, der nicht separiert ist. Wo die Züge halt ausgelesen werden sozusagen. So, ist aber egal. Wie gesagt, wir müssen das einfach nur voneinander trennen. Und dann müsste das eigentlich schon laufen. So. Das machen wir nämlich dann hier. Das ist die Zufahrtsstrecke für den Lokschuppen hier, genau. Jetzt hat er da natürlich einen Error. Müssen wir nur mal gucken. Es ist aber die richtige Richtung, oder? Sollte rechts, sollte richtig sein eigentlich. Hier vorne braucht man, glaube ich, noch eine. Man kann jetzt auch Zäune aufeinander bauen. Nice. Guck mal, hier braucht man noch eins. Ich muss es aber irgendwie auf die andere Seite kriegen. Wie gesagt, die Snap-Punkte sind immer noch ein bisschen komisch. Manchmal. Man muss halt die richtige Stelle finden, um anzusnappen. Genau, hier brauchen wir eins. Ja, und die anderen Bahnhöfe sind eh noch nicht angeschlossen. Da ist das, glaube ich, auch relativ unwichtig erstmal. Hier braucht man noch eins. Warum ist hier kein Snap-Punkt? Ich verstehe noch nicht so ganz, nach welcher Logik die Snap-Punkte gesetzt werden am Gleis. Das ist irgendwie, da gibt es manchmal eine Stelle und dann irgendwie
Sind das die Übergänge zwischen den Gleisstücken? Ich glaube, ja, das sind die Übergänge, wo ich eine Trennlinie habe an dem Gleis. Das heißt, je länger ich mein Gleis mache, desto länger wird automatisch auch der Block zwischen zwei Signalen. Okay, gut zu wissen auf jeden Fall. Muss man auch erstmal raffen, dass das so ist. So, hier braucht man jetzt eins. Hier braucht man definitiv auch eins. Und genau, dann hier auf der anderen Seite hat man ja schon eins. Das war ja das da hinten, genau. Ja, und hier an der Station braucht man auch eins. So, jetzt müsste dieser Block eigentlich schon mit dem Spaß hier, müsste eigentlich jetzt schon separat sein, wenn mich nicht alles täuscht. Aber hier kommt er irgendwie gerade nicht klar mit den Signalen. Da kann er irgendwie gerade keine Connection herstellen, so richtig. Beim Ölzug braucht man auch noch welche. Ja, die hätte ich jetzt natürlich schon machen können. Das war eigentlich relativ nah dran. Okay, aber wir sehen schon, das ist ein bisschen mehr Arbeit mit den Signalen, die zu setzen. Ne? Das, hier ist es schon mal grün, guck mal. Hier hat er schon freie Fahrt gegeben. Fährt er denn jetzt schon los? Das wäre mal eine interessante Frage. This train is waiting unusually long. Ah, guck mal, da gibt es jetzt einen Hinweis. Dieser Zug wartet ungewöhnlich lange auf ein Signal. Ein Signalfehler könnte daran schuld sein. Okay, cool. Gibt es gleich direkt eine Warnung. Das ist schon mal gut. Also es gibt nicht nur eine Warnung, wenn der Zug verunglückt ist. Es gibt auch eine Warnung, wenn der Zug aus einem Signalfehlergrund nicht weiterfahren kann. Das ist alles sehr gut gemacht eigentlich, muss ich mal sagen. So, jetzt zum krönenden Abschluss der Episode bauen wir jetzt nochmal ein Schild auf, würde ich sagen. Ein Small Billboard. Small Bilbo. Guck mal, das kann man nach oben ziehen, wenn man klickt. Shenanigans. Aber sowas von Shenanigans. Warte. Select Image. Der Weihnachtsbaum. Colors. Ah ja, die Schriftfarbe. Wow, meine Güte. Guckt euch das an, was man da machen kann. Was man da einstellen kann. Unfassbar. Text. Nix. Geht mehr. Nice. Warte mal, Layout. Ah. Schön mittig, zentral, genau. Safe. Nix geht mehr. Das ist falsch geschrieben. Geht und mehr muss klein geschrieben sein. Wenn es euch gefallen hat und ihr jetzt Bock bekommen habt, Satisfactory auch zu spielen, ihr könnt euch das gerne holen im Epic Store und ihr könnt euch das auch gerne mit meinem Creator Tag Spielbär mit AE kaufen. Das wird für euch dann nicht teurer, aber ihr unterstützt mich damit dann mit einem prozentualen Anteil am Kaufpreis, den Epic zahlt. Den müsst ihr nicht bezahlen, für euch wird es nicht teurer. Ihr könnt mich damit unterstützen, ohne irgendwie spenden zu müssen oder sonst was, einfach nur indem ihr Spiele kauft. Und das könnt ihr auch machen mit anderen Spielen, das müsst ihr nicht unbedingt mit Satisfactory machen, wenn ihr das schon habt. Ihr könnt euch auch andere Spiele im Epic Store mit diesem Creator-Tag kaufen. Das wäre sehr nett, wenn ihr das tun würdet. Ich bedanke mich auch bei allen, die das schon gemacht haben. Vielen lieben Dank. Und wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ihr könnt auch gerne die anderen Videos anschauen, die hier an dieser Stelle verlinkt sind. Oder meinen Kanal abonnieren, falls ihr es noch nicht getan haben solltet. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Suchtis Factory. Bis dann, ciao, ciao.